Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Rezeptvideo. Ich weiß natürlich gleich wieder auf Deutsch, damit alle Abonnenten mich hier auf meinem YouTube-Kanal verstehen können. Und vielleicht seht ihr schon im Hintergrund diese zwei Ballons. Meine Mom ist vor kurzem 55 Jahre alt geworden und ich habe in meiner Insta-Story so viel gepostet, was ich für sie gebacken und gekocht habe. Unter anderem diese veganen Schokoladen-Brownies. Und ich habe von so vielen von euch die Anfrage bekommen, das Rezept zu veröffentlichen. Und natürlich mache ich das jetzt hier für euch mit diesem Video. Bei 180 Grad Umluft in den Ofen, kommt ein bisschen auf eure Form drauf an und auf die Form eures Kuchens und darauf, wie viel Masse ihr habt, respektive der Kuchen. Hattet es gut im Auge, es soll natürlich gut durchgebacken sein, aber soll durchaus innen auch noch ein bisschen flüssig sein, also nicht zu lange backen. Die etwas spezielleren Zutaten, die ich jetzt hier von MyProtein verwendet habe, wie Kokosblütenzucker oder Kokosmehl, findet ihr direkt unter diesem Video verlinkt in der Infobox. Viel Spaß beim Nachbacken und vor allem dann beim Essen. Wenn euch dieses Rezept gefallen hat, schreibt es mir doch in die Kommentare. Wer noch mehr Rezepte von mir möchte, kann einfach auf anjaslifestyle.com gehen. Da findet ihr alles zu meinem heutigen Ernährungs- und Trainingssystem mit exklusiven Trainings, Kochvideos und Rezepten. Auch das verlinkt in der Infobox.